Einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ein ganz besonderes Video, denn heute teile ich mit euch mal mein Portfolio 2023 und ich bin genauso gespannt wie ihr wahrscheinlich auch nach dem Video, wie dieses Jahr noch so laufen wird. Die letzten Tage läuft es ja ganz gut. Dieses Portfolio wurde allerdings bereits Ende Januar, also am 31. Januar war die Aufnahme kreiert und bei Patreon ausgestrahlt. Das heißt, heute hast du mal die Möglichkeit zu sehen, was für Content dich bei Patreon erwartet. Das ist das erste Ziel des heutigen Videos für mich. Aber das zweite, viel wichtiger, Ziel ist, dass du vielleicht motiviert bist, dir bei dem einen oder anderen Projekt mal anzuschauen, inwieweit das vielleicht auch zu deiner Strategie passt und vielleicht mal guckst, ob da vielleicht für dich auch Mehrwert erkennbar ist und vor allem deine Errungenschaften, die du im Internet findest, mal mit uns teilst. So können wir dann vielleicht nochmal das Portfolio optimieren und dann gibt es vielleicht auch noch mal ein Update-Video dazu im Laufe des Jahres. Nachdem ich euch das Video gleich abspiele, gucken wir zum Schluss mal, wie sich das Portfolio so entwickelt hat seitdem. Also, ich meine, es ist ja nicht viel Zeit vergangen. Trotzdem werden wir mal schauen, was seitdem passiert ist und inwieweit es vielleicht jetzt sogar schon Früchte trägt. Also bleibt bis zum Schluss dran und los geht's wie so oft nach dem Intro. Einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum heutigen Coin Scouting-Video. Ich freue mich sehr darauf, denn heute werden wir nicht nur anschauen, was ich gekauft und verkauft habe, sondern ich habe mir ein eigenständiges Portfolio für 2023 kreiert. Dieses Video werde ich auch in ein paar Wochen bei YouTube ausstrahlen. Falls die Leute bei YouTube jetzt also gerade zusehen, bitte seid nicht verwundert über die Kurse. Aufnahmetag ist heute der 31. Januar. Das Video wird auch gleich bei Patreon veröffentlicht. Aber so habt ihr bei YouTube mal die Möglichkeit zu sehen, was erwartet mich eigentlich bei Patreon. Patreon. was ist dieses coin scouting und welchen Inhalt finde ich dort vor? Ich werde euch gleich mal einige meiner Projekte zeigen, die ich für 2023 in ein extra Portfolio gekauft habe. Und am Ende werden wir das gesamte Portfolio einmal anschauen. Und ich werde euch gleichzeitig zeigen, wie ihr eure Coins kostenlos und perfekt tracken könnt auf dem Laptop oder auf dem Rechner, sodass ihr dann auch immer sehen könnt, wie euer Portfolio performt. Ich werde immer nur so ein paar Eckdaten zu dem Projekt sagen, ansonsten wird es ein bisschen zu viel des Guten. Wir starten deshalb direkt mal los mit Polygon. Matic, ein Ethereum Sidechain-Projekt, wenn man so will. Das heißt, dieses Projekt entlastet die Ethereum-Haupt- und wird momentan extrem krass genutzt. Sehr viele Entwickler sind von Solana rübergewandert zu Matic. Unter anderem auch einer der größten NFT-Produzenten auf Solana ist ebenfalls zu Matic gewechselt oder zu Polygon gewechselt. Das Projekt hat unheimlich viele große Partner und von daher sehe ich enormes Potenzial. Das Portfolio wird insgesamt einen Wert von 10.000 Dollar haben. Während auch noch mal zwei ICOs vorstellen, in die ich investiert habe, aber dazu dann im laufenden Video. Ihr könnt euch also merken: In jedes Projekt habe ich in diesem Beispiel jetzt 500 Dollar investiert. Zweites Projekt. Terra Classic, Lung, ja immer wieder für eine Überraschung gut, meiner Meinung nach ein Projekt, das dafür gemacht wurde, um irgendwann zurückzukehren, nachdem der Untergang da war, aber sie nicht ganz gestorben sind, äh, gehe ich davon aus, Lung wird irgendwann seinen Moment haben, dementsprechend möchte ich es nicht verpassen, gerade auch zuletzt immer mal wieder spannende Pumps mit tollen Gains, die möglich waren, ja und definitiv ein spannendes Projekt, jetzt vielleicht inhaltlich nicht das weltbewegendste, aber ich denke auf jeden Fall nicht verkehrt für gute Gains. Gleiches gilt auch für Terra, Terra ist nichts anderes als das alte Luna neu aufgesetzt, im Prinzip gleicher Hintergrund, beide Projekte werden wahrscheinlich inhaltlich nicht mehr allzu viel rocken, aber sind beide, glaube ich, für eine Überraschung gut. Dann kommen wir mal zu einem Projekt, wo ich wirklich auch inhaltlich von überzeugt bin und zwar Chainlink. Der Oracle Dienst überhaupt hat sehr gelitten in der letzten bearischen Phase. Ich glaube das größte Negativbeispiel in der Kryptowelt. Ich glaube kein Projekt hat so krass verloren wie Link. Verstehen warum tue ich es ehrlich gesagt nicht, denn das Projekt ist nach wie vor sehr sehr gut verpartnert, hat enorm gute Entwickler, hat auch eigentlich nach außen ein sehr gutes Image. Man sieht auch hier sehr sehr viele Leute haben das Projekt auf der Watchlist. Ist also generell sehr beliebt und Link darf da nicht in meinem Portfolio fehlen. Gleiches gilt auch für Polkadot. Sehr spannende Plattformen, unter anderem geile Anwendungen wie zum Beispiel Polka Starter, die darüber laufen. Polka Starter ist im Prinzip das Launchpad, wo dann ICOs oder IDOs an den Start gehen und theoretisch könnte man sich statt der Dot auch ein paar Pols ins Portfolio holen. Ich habe mich in diesem Beispiel aber mal für das Mutterschiff entschieden und habe ein paar Dot aufgeladen. Kronos aka Crypto.com zuletzt doch sehr krass in Verruf geraten, genauso wie Binance aufgrund dieser ganzen Vorwürfe, dass die irgendwie gar keine Reserven hätten und so weiter und so fort. Bisher ist nichts weiter passiert, außer dass der Kurs enorm gelitten hat. Die Nachfrage nach Kronos ist krass eingebrochen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese Börse noch großes vor sich hat, allein schon wegen der ganzen okkulten Symboliken darin. Kronos, Hexagon und vieles mehr. Ich glaube daher, dass bei crypto.com einiges möglich ist. Dann mein einziges AI-Projekt, Fetch.ai. Interessantes Projekt, was sich auf künstliche Intelligenz spezialisiert hat. Hier denke ich einfach, dass entweder dieses oder spätestens nächstes Jahr sicherlich der AI-Hype kommt. Zuletzt habt ihr vielleicht mitbekommen, dieser Chat-GPT von OpenAI hat richtig die Runde gemacht. Wurde, glaube ich, jetzt von Microsoft für extrem viel Geld gekauft. Naja, nun ist Fetch.ai kein OpenAI, aber beide konzentrieren sich halt auf künstliche Intelligenz. Und ich glaube, im Cryptospace gibt es jetzt nicht so viele Projekte, die darauf fokussiert sind. Die, die es gibt, kann man zum Beispiel hier unter AI und Big Data finden. Und da sind eben definitiv The Graph und Fetch.ai ganz oben dementsprechend habe ich auch als nächstes Projekt The Graph. Bei The Graph habe ich mich so mal ein bisschen schlau gemacht, was die genau machen, denn die sind ein sogenanntes Indizierungsprotokoll. Indizierung ist die Vorstufe zum Ranking ihrer Website in den Suchergebnissen. Wenn Suchmaschinencrawler eine Seite auf ihrer Website besuchen, Nehmen Sie diese in einer internen Datenbank auf. Dieser als Indizierung bezeichnete Vorgang ebnet den Weg für eine erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung. Das Ganze bildet also auf Blockchain-Ebene The Graph ab. In dem Zusammenhang bieten Sie wohl auch unzählige API-Möglichkeiten und so weiter und so fort. Ich bin nicht wirklich tief im Thema drin, will aber auf jeden Fall bei der Party dabei sein. Dementsprechend habe ich mir ein paar The Graph ins, ins Portfolio geholt. Dann spekuliere ich darauf, dass das Apecoin oder das Ape-Spiel sehr erfolgreich wird, was in den Startlöchern steht. Und dementsprechend wird der Apecoin große Relevanz haben. Also habe ich mir mal ein paar Ape-Coins gegönnt. Parallel dazu sehr interessantes Protokoll, das Casper-Protokoll. Falls ihr das Video von mir dazu noch nicht gesehen habt, gibt's es euch sehr gerne. Sehr, sehr spannendes Projekt und bei 3 Cent oder 3,5 Cent musste ich hier ebenfalls zuschlagen. Ja, ihr seht richtig, liebe Patreons, ich habe mir jetzt tatsächlich ein paar Quant gegönnt. Natürlich auch hier nur für 500 Euro die Position, damit das Portfolio gleich verteilt bleibt. Aber Quant hat trotz der Tatsache, dass sie als große Brücke eigentlich nur ein ERC20-Token sind in mein Portfolio geschafft, weil ich einfach glaube, so geringer Supply. Ihr seht es hier: Wir haben gerade einmal 14 Millionen Quantis überhaupt gibt, und da möchte ich definitiv ein paar von meinen eigenen. Nicht ganz AI, aber auf jeden Fall auch sehr interessant, das Internet der Dinge. Und IOTA ist ja sowieso schon im Hauptportfolio eine meiner größeren Positionen. Demnach habe ich mir fürs durchgemixte Portfolio 2023 mal IOTEX mit an Bord geholt. Sehr spannendes Projekt, bauen bereits Kameras oder auch einige andere Hardware-Teile, die vor allem der Privathaushalt nutzen kann. IOTA ist ja vor allem auf Business-to-Business -Business spezialisiert. IOTEX versucht so ein bisschen auch in den Bereich der Haushalte zu kommen. So gibt es zum Beispiel eine Webcam, die man einsetzen kann, die dann komplett auf Blockchain-Ebene funktioniert. Es ist die erste Version der Kamera, aber ich denke, IoTeX geht auf jeden Fall in die richtige Richtung und das ist nicht die einzige Hardware, die sie produzieren. Die sind auf jeden Fall up-to-date, was die Technologie betrifft und arbeiten wirklich hart dran, auch wenn der Kurs zuletzt sehr bluten musste, was mir aber ganz gut in die Karten spielt, zum Akkumulieren und so habe ich ein paar IoTeX ins Portfolio gelassen. Dann ein sehr technisches, aber doch sehr interessantes Projekt, Arweave. Wenn ich es richtig verstanden habe, setzen sie quasi diese Cloud-Lösungen, sie bieten eben an, über die Blockchain Daten zu speichern, Daten zu sichern und das Ganze eben in eigenen Netz zu nutzen, so ähnlich wie die Cloud stelle ich es mir auf jeden Fall vor. Falls ihr euch tiefgründiger damit beschäftigen wollt, eine sehr übersichtliche Seite auf arweave.org und ich denke die Datenspeicherung ist sehr interessant. Was noch interessanter ist, ist der Supply. Wir haben maximal 66 Millionen Stück, finde ich sehr interessant und ab ins Portfolio damit. Dann wieder sehr interessant, nachdem es so einen unfassbaren Kursanstieg gab, dass man schon dachte, man hat die Party komplett verpasst. Helium, sehr interessantes Projekt, war zuletzt mal auf über 40 Dollar, 50 Dollar, sogar 51 15 Dollar, 15 im Hoch. Jetzt nur noch 2,60 Dollar. Es gab ja mal die Überlegung, dass sie umziehen wollen auf die Solana-Chain. War oder ist vielleicht nicht die allerbeste Überlegung gewesen, wenn wir jetzt sehen, was mit Solana passiert ist. Dementsprechend bei Helium zuletzt keine guten Neuigkeiten. Immer noch in den Top 100. Ich glaube an eine Rückkehr von Helium und weiß, das Projekt hat eine sehr große Community. Und wenn mal wieder ein bisschen Traffic auf die Straße kommt, werden die sicherlich wieder zurückkehren. Deshalb auf jeden Fall Helium mit im Portfolio. Parallel dazu Hex, Hex eigentlich nur aus einem einzigen Grund, die Patreons unter euch wissen es. Ich interessiere mich ja sehr für Okkultes und Symboliken und so weiter. Und Hex ist einfach mal extrem vielseitig, was die versteckten Symboliken betrifft. Ich gehe demnach stark davon aus, dass da einiges möglich ist, wenn es denn so sein soll. Dementsprechend rein spekulativ ein paar davon geholt. Ihr seht im Hochwand fast 50 Cent möglich. Von daher habe ich mir ein paar Hex aufgeladen. Dann sehr interessante Plattform Audios. Audios ist meines Wissens nach eine Streaming-Plattform bzw. so eine Art Spotify auf Blockchain-Ebene. Ob sie es denn wirklich werden oder ob der Platz hier Spotify nicht irgendwann auch ein paar Entwickler anheuert und sein eigenes Ding macht und damit erfolgreich wird, wird sich zeigen. Audios zuletzt sehr stark aufgrund des Listings bei Coinbase Pro. Nach wie vor hinter den Top 100. Also wir haben hier noch sehr viel Spielraum nach oben hin und definitiv eine Position. Wir kommen schon ins letzte Drittel, liebe Freunde. Zilliger, sehr interessantes Projekt. Unter anderem habe ich einige Domains laufen auf Zilliger. Ihr könnt also theoretisch Blockchain-Domains kaufen. Zilliger ist wirklich so eine 50-50-Chance. Entweder kommt die zurück, denn ist dieses Hoch, was wir hier gesehen haben, Sehen, haben vielleicht noch nicht mal das Ende der Fahnenstange mit 20 Cent oder aber sie versinken in der Bedeutungslosigkeit. Zuletzt sieht es nicht wirklich gut aus, es kommt sehr wenig bei denen rum. Wir merken auch, dass es immer mehr Name-Services gibt, nicht nur bei Ethereum, jetzt auch bei XDC, XRP und was da nicht noch alles kommen wird in Zukunft. Demnach wirklich nur ein Zock, aber ich finde das Projekt einfach sehr charmant, kenne es auch schon viele Jahre mittlerweile und dachte mir, bei 2,6 Cent kann man es ja mal ausprobieren. Harmony One, das ist so einer meiner Juwelen, wenn man so will, denn Harmony One war vor einigen Wochen oder einigen Monaten noch wirklich eines der gehyptesten Projekte da draußen. Eine Brücke, die eben es ermöglicht, dass verschiedene Blockchains miteinander kooperieren können. Wir wissen, dass das mittlerweile viele Projekte machen wollen, unter anderem ja auch Quant. Aber Harmony hat eigentlich einen guten Job gemacht, hat auch eine halbe Million Leute, die es auf der Watchlist haben. Nur der Kurs ist etwa auf Niveau von Februar 2021. Wir sehen aber, was danach möglich war. Es gab einmal eine Verzehnfachung auf knapp 20 Cent und dann ging es sogar noch weiter bis auf über 30 Cent oder knapp 40 Cent. Also wenn es dann läuft, hat Harmony One einiges an Potenzial. Da ich glaube, dass diese Brücken generell sehr spannend werden und es bestimmt nicht nur eine einzige Brücke geben wird, sondern sicherlich mehrere, die relevant sind, kann ich mir vorstellen, dass Harmony und damit auch ihr eigener One-Token sehr relevant sein können. Das Einzige, was mir bei dem Projekt überhaupt nicht gefällt, ist, dass wir keinen Maximal Supply haben. Theoretisch könnte es also noch weitere One geben, was auf lange Sicht betrachtet natürlich den Preis beeinflussen kann. Bei 2 Cent nehme ich das Risiko aber in Kauf und habe mir auch dafür 500 Dollar ein paar One-Token geholt. Bevor ich euch gleich das gesamte Portfolio in Gänze zeige, nochmal kurz zwei ICOs, die ich sehr interessant finde. Ob ihr da noch investieren könnt, wenn ihr das hier zuschaut bei YouTube, kann ich euch nicht sagen. Aber zum heutigen Stand kann man noch investieren in Terraport und auch in Indo 4.0. Ich erkläre euch mal beide Projekte. ICOs natürlich generell mit großer Vorsicht zu genießen und meistens passieren eben nicht die Gains, die man sich so wünscht. Aber es gibt auch Ausnahmen, die dann wirklich richtige Rohdiamanten sind. Ob so kommt, weiß ich nicht. Ich werde es auf jeden Fall mal probieren. Zum einen mit Terraport. Terraport ist im Prinzip eine dezentrale Exchange, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die ganzen Lung-Token zu verbrennen. Ich habe euch ja vorhin erzählt, dass Terra Classic eine Position ist und jetzt versteht ihr vielleicht auch warum. Ich habe jetzt im Idealfall die Hoffnung, dass eben solche Anwendungen oder vielleicht auch eigene Überlegungen vom Lung-Team dazu führen, dass immer mehr Lung verbrannt werden. Und wenn wieder ordentlich viele Lung verbrannt werden und wir diese Hyperinflation loswerden, dann wieder ein brauchbarer Preis generiert werden und vor allem vielleicht auch mal wieder das Ganze interessant werden, um den ursprünglichen Use Case einzusetzen. Terraport als dezentrale Exchange meiner Meinung nach auf jeden Fall interessant und vielleicht auch für dich. Und das zweite ICO-Projekt, in das ich investiert bin, ist Indo 4.0. Hier sehr, sehr spannend. Ihr kennt vielleicht wer liefert was.de. Das ist so eine Anwendung, insbesondere für B2P, für den B2B-Bereich. Wenn Geschäftskunden also irgendwie Zulieferer oder ähnliche suchen, sind die ziemlich genial. Das heißt also, im Prinzip kann man dann über die Blockchain zum Beispiel nehmen wir mal an, ihr braucht eine neue Maschine für euer Unternehmen und ihr könntet dann eben direkt mit dem Maschinenhersteller in Verbindung treten. Könntet auch denn direkt über die Chain alle Informationen abrufen, die dann eben auch auf der Blockchain gespeichert sind und unveränderbar sind. Gleichzeitig könnt ihr dann, dann eben auch drüber kaufen bzw. Preise einsehen und alles eben sehr viel transparenter und sehr viel einfacher zugänglich. Bislang ist es immer so, dass euch dann irgendein Mitarbeiter von Wer liefert, was anruft oder ähnliches. Danach müsst ihr mit denen erstmal plaudern. Wahrscheinlich fällt dann für deren Dienstleistung auch noch irgendeine Gebühr an und zusätzlich nimmt das dann natürlich auch ordentlich Zeit in Anspruch. In Zukunft kann das Ganze deutlich einfacher gelöst werden. Ich persönlich weiß jetzt nicht, wie groß die Konkurrenz ist in dem Bereich. Im Blockchain-Bereich sind sie mir aber die Ersten, bis auf VeChain, die sich vor allem auf sowas wie Lieferketten konzentrieren. VeChain macht aber eher das Tracking einzelner Produkte, während ich es hier so verstehe, dass die Unternehmen einfach miteinander verbunden werden, um miteinander zu kooperieren und Handel zu betreiben. Alles in allem also eine sehr, sehr spannende Plattform und was auch noch besonders ist, sie kommen aus der Schweiz, dort sind die Ansprüche natürlich sehr groß, sie kommen aus dem Crypto Valley Zug, also eigentlich bringen sie all das mit, was man sich für eine ICO vorstellt. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass hier viel geredet ist und am Ende Wenig bei rumkommt. Die Roadmap, ob sie alles wirklich so umgesetzt bekommen, wird sich zeigen. Ich habe selber mal mit denen Kontakt gesucht und die haben sich wirklich direkt bei mir gemeldet. Also der Kundensupport ist definitiv seriös. Auch die Art und Weise, wie sie geschrieben haben, war sehr professionell. Und damit habe ich euch heute mal ein zweites ICO-Projekt vorgestellt. Habe ich glaube ich schon ewig nicht gemacht, obwohl das Thema so spannend ist. So und last but not least zeige ich euch jetzt einmal die Anwendung, wo ihr ganz einfach eure Coins tracken könnt. Und zwar ist es die Seite coinstats.app. Ihr könnt das Ding auf dem Handy runterladen oder so wie ich es gerade nutze, auf dem Rechner. Ihr könnt dann ganz einfach mit einem Klick hier Transaktionen hinzufügen, entweder kaufen oder verkaufen. gibt hier einfach mal den Ticker ein und wenn ihr den habt, könnt ihr dann auswählen, welches Projekt ihr wählen wollt. Jetzt nehmen wir als Beispiel mal das. Seht den aktuellen Preis, könnt theoretisch noch die Börse auswählen, welches Handelspaar ihr jetzt nehmen wollt, von welcher Börse. Nehmen wir mal jetzt Binance. Da könnt ihr hier noch die Menge eintragen und dann das Ganze hier abspeichern. Also hier seht ihr nochmal, ich habe also für jedes Projekt 500 Dollar ausgegeben, habe jetzt dementsprechend also ordentlich was in meinem Köcher und ich werde euch natürlich immer mal wieder ein Update geben, wie es mit diesem Portfolio läuft. Ausgangswert sind in diesem Fall 9000 Dollar plus 500 Dollar je ICO. Also alles in einem 10.000 Dollar Investment. Wir haben heute den 31. Januar 2023. Ich bin super gespannt. Ja, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war sicherlich das eine oder andere Projekt dabei, wo du sagst, hey, das kannte ich so noch gar nicht. Oder hey, die ICO ist vielleicht interessant für mich. Ich bin sehr gespannt auf deine Rechercheergebnisse. Und jetzt zeige ich dir mal, wie das Portfolio, also jetzt etwa zwei Monate nach dem Release, ausschaut. Gestartet sind wir bei 9000 Dollar. Die ICOs lassen wir jetzt erst einmal außen vor. Mittlerweile sind wir schon bei 10.692 Dollar. Also über den dicken Daumen etwa 20% innerhalb von zwei Monaten. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Ganz besonderer Ausreißer, der Geheimtipp hier Hex. Ja, sehr, sehr nice. 1700 Dollar mittlerweile. Darunter die beiden AI-Projekte, Fetch AI und The Graph, die noch einiges vor sich haben, denke ich mal, in diesem Jahr. ist wieder relativ stark korrigiert. Da waren wir zeitweise auch ordentlich im Plus. Aber gut, was soll's? Ist es ist nur mal ein Auf und ein Ab und nicht ganz so gut gelaufen. Sind hier die Klassiker Quant oder Lunk und so weiter. Aber gut, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Schreib mir gerne mal deine Meinung dazu in die Kommentare. Gibt es Projekte, wo du sagen würdest, um Gottes Willen, lass das bloß sein? Oder, hey, genau richtig, ich bin da auch investiert. Und was kannst du noch ergänzen? Bin sehr, sehr gespannt. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag für den Rest. Und bis zum nächsten, meine Lieben. Bis bald. Ciao.